Willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Ja, heute nochmal mit Red Phantom. Er hat sich erholt und bevor dann ein neues Pferd einzieht, soll er auf jeden Fall nochmal dabei sein. Ja, der kleine, mutige. So, James. Alex im Shopping Center. Genau. Für mich ist es jetzt schon wieder ein paar Tage her, dass ich überhaupt aufgenommen habe. Wir müssen Alex finden und sie soll sich anscheinend im Shopping Center aufhalten. Alex sollte sich mit Mama im Jorvik City Shopping Center treffen. Du findest sie sicherlich dort, im Café oder so. Heutzutage kommen solche Treffen mit Mama eher selten vor. Weißt du, sie will sich nur Geld von mir leihen und das geht nicht, richtig? Oh je, James. Na gut, dann müssen wir vermutlich auf den Bus warten, wie ich mein Glück so kenne. Da ist Red Phantom jetzt ja doch nicht so wirklich mit dabei. Na, mal schauen. Und was sagt die Tafel? 1 Minute. Naja gut, das könnte man ja mal irgendwie schaffen. Ich weiß gar nicht, ich habe wahrscheinlich auch nicht aufgeräumt. Nee, wir müssen auch noch mal beobachten gehen. Ich weiß gar nicht, was sagt denn hier genau beobachten? Koppelinsel? Ja. Schauen wir erstmal zu Alex. 0 Minuten, dann müsste der Bus ja jetzt gleich auftauchen. Da ist er. Sehr gut. So. Mein Kleiner, du darfst hier mal warten. Kannst auch von mir aus ein bisschen was futtern. Macht er auch gleich. So. Und Shopping Center. Okay. Hier ist das Café. Genau, da sitzt Alex, ja, und Frau Cloudmill. Das müsste dann ihre Mutter sein. Sieht aber nicht so gut aus. Lucy, willkommen. Mama, das ist Lucy. Lucy, das ist meine liebreizende Mutter. Ich glaube, wir stehen ja ein bisschen doof, ne? So. Warte mal, Lucy. Meine Mutter und ich sind gleich soweit. Wir sind fast fertig. Ich komme gleich zu dir. Wo waren wir noch gleich? Ach, Mama. Ich habe doch gesagt, du musst aufhören, so zu denken. Niemand interessiert sich für mich. Ich bin einfach allein. Und eine schlechte Mutter bin ich auch. Mama. Alle haben mich verlassen. Nein, das stimmt nicht. Wir lieben dich, Mama. Alle deine Kinder lieben dich. Hör auf, sowas zu sagen. Du weißt, dass das nicht stimmt. Nein, nein. Aber ich bin wirklich eine schlechte Mutter. Hab meine Kinder vernachlässigt und alles. Jetzt hör aber einmal auf. Du bist unsere geliebte Mutter und du hast es nicht immer leicht gehabt. Das wissen wir. Dass wir hier festsitzen, ist nicht deine Schuld. Das war Papas Entscheidung. Und dass du alleine für uns sorgen musstest, war kein Kunststück. Und jetzt im Nachhinein wissen wir das zum Glück auch. Ja, und gescheitert bin ich. Ihr wisst das. Nein, das kannst du so nicht sagen. Es ist nicht einfach, 5 Kinder alleine großzuziehen. Boah, 5 Kinder? Ja, das ist definitiv nicht einfach. Ich finde, 1, 2 Kinder alleine schon eine Aufgabe, aber 5 ist natürlich echt heftig. Sieht doch, was aus uns geworden ist. Nur dank dir sind wir, wer wir heute sind. Lieben das Leben und dich. Ohne dich wären wir niemals die, die wir jetzt sind. Du bist die beste Mutter. Ist das euer Ernst? Euer Ernst? Naja, eigentlich ihr Ernst, ne? Ich meine, Alex ist jetzt die Einzige, mit der sie redet. Ja, du bist und bleibst die beste Mutter und du bedeutest alles für uns. Also hör endlich auf, dir Vorwürfe für Sachen zu machen, auf die du keinen Einfluss hattest und die uns nicht einmal gestört haben. Du hast unsere Kindheit einzigartig gemacht. Hätten wir dich nicht gehabt, wäre die Familie Cloud Hill wie ein Blatt im Wind davongetragen worden. Cloud Hill, habe ich nicht eben Cloud Mill gelesen? Okay. Wir haben dir viel zu verdanken. Ja genau, Cloud Mill, da hat sich wohl jemand vertippt. Aber ich hatte kein Geld und habe euch nicht die Aufmerksamkeit gegeben, die ihr verdient hättet.
Mama, ich habe gesagt, dass du aufhören sollst, dir die Schuld zu geben. Nur du bist der Meinung, dass wir es schlecht hatten. Nimm uns bitte nicht unsere schönen Kindheitserinnerungen weg, indem du sowas sagst. Einzig und allein du leidest darunter, und das ist nicht richtig. Also endlich auf, sofort, und sieh all die schönen Sachen, die damals passiert sind. Wenn du das sagst... Mama, reiß dich jetzt zusammen. Zeig mir ein kleines Lächeln und ich komme zu dir und wir feiern Weihnachten zusammen. Nach dem Lächeln sieht das jetzt nicht aus. Lächeln? Da war es. Ich habe es gesehen. Ein kleines Lächeln. Weihnachten ist gerettet. Alex. Ja, Mutter? Ich liebe dich auch. Danke, dass du da bist. Du bist wahrscheinlich die weiseste Person in der Cloudmill-Familie. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, deine alte, bedauernswerte Mutter zu treffen und aufzumuntern. Alles fühlt sich jetzt viel besser an. Danke. Schau mal, Alex. Sieht so aus, als ob du Besuch hast. Das niedliche Pferdemädchen da hinten scheint etwas von dir zu wollen. Pferdemädchen? Das ist ja auch nett. Danke, dass du gewartet hast. Mütter, so voller Selbstvorwürfe, können niemals verstehen, dass man sie liebt, egal was sie für Dummheiten anstellen. Wollen nur das Beste für uns, das wissen wir, auch wenn es nicht immer richtig ist. Naja, du bist sicherlich nicht hier, um dich über Mütter oder gar meine Familie zu unterhalten, richtig? Genau. Ah, Runensteine. Ja, ich messe normalerweise ihre Aktivität, richtig. Hatte momentan nur nicht wirklich Zeit dafür. Aber es ist wahrscheinlich höchste Zeit, dies zu tun. Ich messe die Runensteine, um herauszufinden, wie aktiv Pandoria ist und wie groß der Fluss zwischen unserer Realität und Pandorias Unwirklichkeit ist. Das sind wichtige Informationen für Fripp und die Bewahrer-IDs. Du bist weit gekommen im Blitzkreis und wirklich begabt. Kannst du mir vielleicht bei den Messungen helfen? Sprich darüber mit Elisabeth und ob sie dir ihr Einverständnis gibt. Du wirst also deine eigenen Runen brauchen. Runenstab brauchen. Ich regle das mit der Erlaubnis und dem Runenstab und wir treffen uns morgen wieder am Runenstein. Okay. Also dürfen wir jetzt Alex unterstützen. Wegen den Runensteinen. Bestimmt. Also ich denke mal nicht, dass Elisabeth da irgendwas gegen hat. Ich denke mal, es geht dann auch ein bisschen schneller, wenn man zu zweit die Runensteine macht. Aber das hört sich wieder so nach Daily an. So, Red Phantom, auf geht's. Auf nach Vaildale. Vaildale. So, wo war's da? Gut, Vaildale Village. Tja. Ich bin mal gespannt, ob wir die anderen Geschwister von Alex auch noch kennenlernen. Bis jetzt kennen wir ja nur sie und James. Oder zumindest wissen wir nur, dass die beiden Bruder und Schwester sind. So, Elizabeth. Ich sehe, dass du dich im Licht-IDs fortbewegst. Lucy, willkommen zurück in meinem bescheidenen kleinen Dorf. Was hast du diesmal auf dem Herzen, mein Freund? Ihr Dorf, okay. Ich kann dir versichern, dass du die volle Zustimmung der Bewahrer-IDs hast, Alex und die anderen Druiden bei der Messung zu der Runensteine zu unterstützen. Wir hätten schon früher darauf kommen sollen. Runenstäbe sind extrem seltene Artefakte. Du hattest ja einen meiner vorherigen, aber diesen kann ich dir jetzt nicht mehr geben. Es wird höchste Zeit, dass du deinen eigenen besitzt. Dabei kann dir wahrscheinlich nur Fripp helfen. Ich weiß, dass er momentan sehr damit beschäftigt ist, zu berechnen, was als nächstes getan werden muss und wie man zur selben Zeit sicher nach und aus Pandoria kommen kann. Aber die Zeit muss er sich jetzt nehmen. Okay, auf zu Fripp. Bin ich mal gespannt, ob wir jetzt wirklich unseren eigenen Runenstein kriegen. Runenstein. Scheuert. Nein, Runenstab. Runenstein. Nein, die sollen wir ja kontrollieren. So, magische Kraft wächst. Oh, ich hoffe, das klappt trotzdem, auch wenn ich hier auch mal übers Gras reite. Okay. Sieht ganz gut aus, oder? Ja. Zeit und Raum verschmilzen. Alles ist still und immer in Bewegung.
So, da vorne ist Fripp. Alles Gute, Lucy. Die Zeit ist knapp. Die Zeit, die wir hatten, war lang und die, die noch übrig ist, ist minimal. Aber fürchte dich nicht, es ist das hier und das jetzt, was zählt. Und du bist jetzt hier, nicht wahr? Hm, genau. Und wer bist du eigentlich? Wirklich, wer bist du? Oh, wir sind jetzt bewundert bei den Bewahrern Aldins. Und was ist die Realität? Und das jetzt? Meine sind windenden Sternenanordnungen Drehung. Und meine sich windende Sternenanordnungen drehen und verbinden sich zu einem Muster, welches ich bald nicht mehr leugnen kann. Weißt du, wer du bist? Nein, wer könnte so eine Frage schon beantworten? Fripp muss mehr Muster verbinden, vernähen und flechten und denken und falten und zählen und denken und denken und Fripp, Fripp, Fripp. Hm. Runenstab, sagst du? Ja, okay, wenn du das sagst, es ist wahrscheinlich besser, dir den Runenstab einfach zu geben, anstatt dir alle Gründe aufzuzählen, weshalb du keinen haben solltest. Ich sehe auf meiner Zeitschiene, dass du später eher einen Runenstab haben wirst. Später, also das, was wir meistens als Zukunft bezeichnen. Okay, ich öffne jetzt einen kleinen Riss zwischen Pandorias Unwirklichkeit und unserer Realität. Dort wird der Runenstab sich dann materialisieren. Wenn du ihn siehst, musst du dich beeilen und ihn dir schnappen, bevor der Riss zwischen den Welten sich wieder schließt. Bereit? Okay. Das, wird auch interessant, okay. Okay, das ist unser Runenstab. So. So, Lucy, jetzt hast du endlich deinen eigenen Runenstab. Sei vorsichtig damit. Reise jetzt zum Runenstein, wo du Alex treffen sollst, damit sie dir beibringen kann, wie man die pandorische Aktivität messen kann. Oder solltest du sie morgen treffen? Morgen, heute, alles das gleiche Zeug. Die Linien verschwimmen ständig, die Zeit verbiegt sich fortlaufend. Oh je. Da bin ich mal gespannt. Heute, morgen. Oh, morgen. Na gut, aber wir können dann trotzdem nochmal zur Koppelinsel und nochmal beobachten, was da so vor sich geht, ob sich da was tut auf der Ölbohrinsel. Obwohl, nee, warum lasse ich mich eigentlich nicht abholen? Ich muss ja sowieso rüber zum Wolfell Inn. Das wird alles zu knapp. Das wird zu knapp. Oder beobachten wir dann beim nächsten Mal? Das können wir ja auch machen. Da machen wir jetzt einfach nur noch ein Rennen, würde ich sagen. Am besten Loretta bringt am meisten Punkte. Und dann machen wir es mit dem Beobachten beim nächsten Mal. Und eventuell dann, je nachdem, schauen wir mal, wie wir die Runensteine untersuchen können. Das wird Alex uns dann ja noch beibringen. Und dann bin ich mal gespannt, ob es wirklich eine Daily ist oder nicht. Aber es kommt mir ziemlich so vor, oder? Also, ist ja wie mit den Rissen. Da passiert was und wir müssen dann täglich, zum Beispiel Risse mussten wir ja schließen. Da müssen wir jetzt bestimmt täglich die Runensteine kontrollieren. Ja, hoffentlich gibt es da auch mehr Erfahrungspunkte dafür oder Rufpunkte. Sonst kann das wirklich länger dauern. So, ja, immer noch nur Level 6. Müsste sich auch endlich mal was tun. Aber bis ich jetzt bei der Koppelinsel gewesen wäre, wäre die Zeit schon längst wieder rum. Mal schauen. Also die Top-Zeit wird das definitiv nicht. Red Phantom ist ja auch nicht so schnell wie ein normales Pferd. Hier das Fjordi überholt uns. Und welches Level hat es? Auch 6. Ja, man sieht's. Deutlich schneller. Und dabei bin ich ausrüstungstechnisch nicht schlecht. Nur die Hufeisen, die Geschwindigkeit geben, die habe ich nicht drauf. So. Na gut. Dann ist das jetzt bisschen weniger Arbeit gewesen, sozusagen ein bisschen weniger Quest, ein Rennen dazu und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal sehen wir uns auf der Koppelinsel wieder. Also, bis dann. Tschüss.